Die Krone selber erfreut sich bei unseren Besuchern eigentlich schon sehr große Beliebtheit. Also sie bleiben alle stehen, vor allem die Schulkinder. Die Frau Glanzner war eine ausgewiesene Fachfrau für mittelalterliche Goldschmiedekunst. Die hat also jede Menge sakraler Gegenstände bereits restauriert gehabt. Und der zweite Grund war, dass sie eine solche Krone schon mal angefertigt hat. Ich kann aber jetzt nicht mehr sagen, ach doch, ja doch, für eine Firma in Idar-Oberstein. Rupert. Rupert, ganz genau. Und zu dem Zweck, also zur Anfertigung für diese Rupert-Krone, hatte sie Zugang in Wien, in der Schatzkammer der Hofburg und konnte also hier die Vorgaben 1:1 abnehmen und auch übernehmen. Das heißt also, das, was wir hier aufstellen, ist ein absolutes Replikat zu dieser Krone, mit Ausnahme des Kernmaterials, das natürlich beim Original in Gold ist, aber hier in Silber schwer vergoldet. Wir haben größten Wert darauf gelegt, dass auch diese Technik der Emailgestaltung bei den Platten, die beim Original angewandt wird, weil wir es eben auch kennen, dass sie teils aufgemalt ist oder teils bloß mit Klebern aufgebracht ist. Also das wollten wir unter keinen Umständen. Wir wollten uns wirklich dem Original, mit Ausnahme des für uns auch damals völlig unerschwinglichen Materialpreises, wollten wir uns dem Original annähern. Naja, und ich denke, dass das ganz gut gelungen ist. Es ist halt generell schwierig von der Ausleuchtung her, alles was spiegelt, egal ob Silber oder Gold ist, da kann man dann schon Abhilfe leisten, indem man eben Spiegelungen dann verschiebt mit Silberflächen oder weißen Styropor oder wenn es zu hell ist, dass man dann auch mit schwarzen Styropor arbeitet. Das dann hinlegt, das kann man eigentlich immer erst erkennen, wenn man es dann sieht, wie die Lampe dann wirkt auf das Gold und das dann wieder sich auf das schwarze Papier, das da unten oder das weiße Papier, das drunter liegt, spiegelt und dann zurück reflektiert. Da kann man unheimlich viel damit machen. Dann ist es auch noch so eine Sache, wie man die Kamera einstellt, ob man es auf Weißabgleich einstellt oder auf Blitz. Weil wenn man es auf Blitz einstellt, dann kommt jetzt der Goldton güldener raus. Also es ist nicht so kalt, der Weißabgleich, das ist eher blaustichig, das ist ein ganz neutrales, weißes, kaltes Licht und auf Blitz ist es ein warmes Licht. Und deshalb haben wir die Sachen jetzt auch auf Blitzeinstellung fotografiert, dass es eine gewisse Wärme einfach hergibt für das Gold. Und mit den Reflexen, wie gesagt, das muss man halt einfach viel ausprobieren. Es sind oft so ganz, ganz kleine Details, wie man die Lampe jetzt, in welchem Grad man die schwenkt, wie das Licht eintrifft, in welchen Winkel und dann kann man eben Abhilfe schaffen durch diese Aufhellungen mit Styropor. Wir freuen uns erstmal darüber, dass wir die Ehre haben, die Sachen an Sie ausleihen zu dürfen. Und, aber Sie werden uns natürlich auch fehlen, weil man freut sich auch, wenn man hier reinkommt und man schaut drauf. Es ist immer wieder was Besonderes. Ich kann auch das sagen, natürlich ist die Versuchung groß, sich einmal selber mit einer so einen Krone zu krönen. Das haben wir anlässlich einer Weihnachtsfeier? Nein. Eine Säuberung der Vitrine ist die Krone herausgenommen worden und ich habe also nicht widerstehen können. Ich muss Ihnen sagen, diese Krone ist trotz Hutgröße 61 ist mir zu groß. Sie passt nicht. Das ist das, was ich Ihnen zur Krone sagen kann.